Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr solo für den männlichen Charakter die grüne Jogger bekommen könnt. Das Ganze klappt nur über der Weihnachtszeit, also solange das Weihnachts-DLC noch verfügbar ist in GTA Online. Danach wird es dann wieder für ein Jahr nicht funktionieren. Ja, das Ganze ist ein Transfer-Glitch, das heißt, ihr werdet auch all eure Outfits verlieren, bis auf ein Outfit. Zieht ihr schon einfach das Outfit an, was ihr nicht verlieren wollt. Habt ihr das gemacht, dann gehen wir einmal in die Charakterauswahl. Dort in der Charakterauswahl angekommen, müssen wir uns jetzt einen zweiten weiblichen Charakter erstellen. Ganz wichtig, unser Hauptcharakter muss sich auf dem linken Stellplatz befinden, ansonsten wird der Transferglitch leider nicht funktionieren. Wir begeben uns dann zu einem Bekleidungsladen. Dort beim Bekleidungsladen angekommen, starten wir auch schon direkt los. Wir gehen einmal an die Kasse, dann gehen wir zu den Weihnachtsmann-Kostümen, kaufen uns dann einmal den bösen Weihnachtsmann. Für den bösen Weihnachtsmann bekommen wir dann gleich die grüne Jogger. Wenn ihr jetzt noch die lila und die orange Jogger haben wollt, dann kauft euch einfach noch den dreckigen Weihnachtsmann und den ranzigen Weihnachtsmann. Outfit dann einfach abspeichern. Haben wir das gemacht, dann beginnen wir einmal Selbstmord. Sind wir jetzt wieder gespawnt, dann gehen wir einmal in den Creator. Dort im Creator angekommen, gehen wir auf Erstelle ein Rennen, Einführung mit X bestätigen. Sobald wir können, dann mit dem Rechner LogSig die Kamera bewegen. Und dann gehen wir wieder zurück in die Charakterauswahl. Dort in der Charakterauswahl angekommen, müssen wir uns jetzt den zweiten weiblichen Charakter wieder löschen. Ganz wichtig, die PlayStation 5 Leute gehen dann jetzt einfach mit dem Cursor auf den gelöschten Zweitcharakter, aber nicht mit X bestätigen. Einfach jetzt einen Anavac-Bot raussuchen, die erste Meldung annehmen, die zweite ablehnen, dann solltet ihr im Story-Modus landen. Die PlayStation 4 Leute drücken einfach auf Kreis, dann werdet ihr auch im Story-Modus landen. Und von dort aus starten wir dann einfach irgendeine Sitzung. Ja, sind wir jetzt in der Lobby angekommen, speichern wir einmal das Outfit ab, was wir jetzt nicht verlieren wollen. Haben wir das gemacht, dann gehen wir zu den gespeicherten Outfits, auf das Outfit, was wir uns eben abgespeichert haben, und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon die grüne Jogger haben. Anschließend könnt ihr euch jetzt das Outfit so umgestalten, wie ihr das haben wollt. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.